Frank von Giga, ich bin bei Samsung, die gerade eine neue Tablet-Reihe vorgestellt haben. Das hier ist das Samsung Galaxy Tab S9 und es gibt noch zwei weitere Größen und die zeige ich euch jetzt alle mal nach dem Intro. Samsung möchte mit der Galaxy Tab S9-Reihe nochmal stärker betonen, dass man hier in zwei Richtungen im Prinzip geht, was den Fokus des Gerätes angeht. Einerseits Produktivität, andererseits Entertainment. Was ganz cool ist hier auf jeden Fall bei dem Gerät, ist, dass das relativ robust ist. Wir haben hier einerseits Armor Aluminum auf der Rückseite, andererseits auch eine IP68-Zertifizierung. Das sucht man auch bei vielen Konkurrenten, inklusive den iPads von Apple, vergebens. Wir haben es hier an der Front jetzt erstmal mit einem Dynamic AMOLED-Display zu tun. Mit 120 Hertz HDR10 Plus Support. Das wird also auch schön hell, wenn man hier entsprechende Multimedia-Inhalte sich anguckt. Leider kein Dolby Vision Support, aber zumindest Dolby Atmos wird supported hier. Das heißt, man kann hier so einigermaßen gute Raumeffekte auch haben. Hier an der Seite haben wir zwei Lautsprecher auf der einen Seite, an der anderen Seite auch nochmal zwei Lautsprecher, also insgesamt vier Speaker sollen dafür sorgen, dass der Sound schön, ich sag mal, flächig klingt. Die Lautsprecher sind auch nochmal 20% größer als bei den Vorgängergeräten, sollen sich also jetzt richtig schön anhören. Andererseits haben wir hier auch Produktivitätsfeatures und das nicht zu knapp. Hier habe ich eben schon mal den DeX-Modus ausprobiert. Das ist Samsungs Modus, den gibt es auch auf den Smartphones. Wenn man hier einen externen Monitor oder eine Tastatur anschließt, schaltet sich das in einen speziellen Betriebssystem-Modus mit einer eigenen Taskleiste, mit einem Fenstermanagement und das Ganze sieht dann im Prinzip fast aus wie ein Windows oder ein Chrome OS. Das hat mich eben tatsächlich schwer begeistert. Also ich war selber erstaunt, wie gut das mittlerweile aussieht und funktioniert. Das kann man also tatsächlich, wenn man ein entsprechendes Tastaturcover hat, eine Maus anschließt oder auch eins dieser Tastaturcover mit einem Trackpad nutzt, tatsächlich auch in einem produktiven Einsatz wirklich gut verwenden. Auch noch zu erwähnen ist, dass das Gerät tatsächlich hier relativ leicht ist und recht dünn. Also 5,5 bis 5,9 mm. Alle drei Geräte unter 6 mm und seht euch das mal an. Also das ist schon wirklich sehr schmal und ist dann doch halt noch für die gebotene Bildschirmgröße recht kompakt. Gefällt mir ziemlich gut. Auch eine gute Sache ist, dass hier der S Pen gleich mitgeliefert wird, der Stylus aus dem Hause Samsung. Und wenn ihr wissen möchtet, wo ihr den anbringt, wenn ihr ihn gerade nicht braucht, hier. Auf der Rückseite, da ist extra hier oben eine kleine Mulde, könnt ihr hier magnetisch befestigen, das hält auch einigermaßen gut und dann wird der S Pen aufgeladen, während ihr ihn gerade nicht nutzt. Kurz zu den Preisen. Hier das Galaxy Tab S9, das ich in Händen halte, startet bei 899 Euro. Die größere Version, das S9 Plus, das gibt es ab 1119 Euro UVP. Das Tab S9 Ultra mit 14,6 Zoll, das kostet sogar mindestens üppige 1339 Euro. Da gibt es jeweils noch größere Speicherausstattungen und 5G-Versionen. Die 5G-Versionen kosten jeweils 150 Euro mehr. Das ist also ein teurer Spaß, aber immerhin sind das Tablets, die man auch, ich habe es ja eben erwähnt, auch im Desktop-Modus fast wie ein Notebook verwenden kann. So Leute, mein Fazit könnte man zusammenfassen mit, ja geil, aber ziemlich teuer. Insgesamt wirkt das auf mich wie eine sehr kompetente Tablet-Reihe. Schöne Displays haben die und vor allem diese DeX-Funktionalität, die macht mich total an. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie viel sich da getan hat in den letzten Jahren. Fast schon vollständiges Desktop-Betriebssystem ist das, ungefähr auf dem Niveau vom Chromebook. Also kann man auf jeden Fall machen. Ziemlich coole Geräte, wie gesagt, etwas teuer. Die Samsung Galaxy Tab S9-Reihe. Nun möchte ich natürlich von euch wissen, was haltet ihr von den Geräten? Sind 14,6 Zoll vielleicht sogar ein bisschen viel für so ein Tablet? Ist das noch portabel? Lasst mich eure Meinungen zu den Geräten gerne wissen in den Kommentaren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne liken, abonniert unseren Kanal, gerne mit Glocke, verpasst ihr keins unserer Videos. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!